Hallo, mein Name ist Luca. Heute bin ich allerdings wieder Ash Ketchum. Okay. Also, meine Damen und Herren, wir befinden uns ja heute im Auto im Pokémon-Mobil. Das Ziel heute wird sein, dass wir zu einer Pokémon-Arena fahren bzw. einem Pokémon-Gym und versuchen werden, diese Arena einzunehmen. Ihr müsst wissen, ich bin Team Blau und wir haben hier direkt nebenan eine Arena. Ich weiß gar nicht, wieso wir da überhaupt mit dem Auto gerade hinfahren. Die Arena ist auf jeden Fall von Team Rot eingenommen. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir die einnehmen, bekämpfen können. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen finden wir das jetzt zusammen raus. Angeblich soll das Ganze hier sein. Wir haben uns einfach die Location gerade mal gemerkt, weil ich natürlich nicht mit dem Handy irgendwie am Steuer agieren will. Ich habe gerade gesehen, wir haben da vorne ein Taubsi. Ich fahre. Fuck, der Ball liegt hinterm Auto. Wir sind jetzt hier angekommen, haben jetzt hier auch direkt einen Parkplatz gefunden. Hier ist kein Mensch. Also wenn wir es nicht schaffen, diese Arena einzunehmen, dann sind wir echt dumm, glaube ich. Los, Freunde, wir gehen auf Pokémon-Jagd. Wir sind jetzt hier gerade angekommen, hier vorne ist die Arena, wir haben jetzt hier gerade einfach geparkt in der Nebenstraße hier vorne. Die Scheiße ist, Freunde, wegen diesen behinderten Pokémon Go GPS-Fehlern sieht so, oh mein Gott, ein Taubsi. Wir haben jetzt hier vorne die Arena, ich schmeiß mal den Ball einfach kurz weg. Die Arena wird gerade gehalten von Team Gelb und einem Knofenser, Digga. Wer hält denn eine Arena mit einem fucking Knofenser, Mann? Immer. Mir kommt so vor, immer wenn ich irgendein Pokémon-Video aufnehmen will, kommen entweder irgendwelche Trecker, Rasenmäher, LKWs, Schulklassen in London oder hier irgendwelche... Wir fangen jetzt an. Oh mein Gott. Was? Ey, ich habe sowas noch nie gemacht, ne? Rhydno, mach irgendwas. Da, hier. Bam, 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 bam. Sehr effektiv. Und wir haben Knofenser besiegt. Okay, super, das ist toll. Du hast gewonnen. Als ob das so schnell geht. Ich habe gerade eine fucking Arena eingenommen. Die Arena ist jetzt laut Umids Aussagen neutral. Das heißt, ich kann jetzt hier unten reingehen, kann jetzt beispielsweise einfach mal meinen Hypno reinsetzen. Der hat 636 Wettkampfpunkte und jetzt habe ich diese Arena eingenommen. Laser Lucario, Level 12, hat diese Arena eingenommen. You Victoria. I got your gym. Okay. Ich dachte jetzt, ich brauche dafür einen 10-Jahres-Kampf oder so. Ey, aber du hattest echt Glück, weil eigentlich ist das nicht so. Ein Knofenser, schon ein starkes Pokémon. Da das jetzt wirklich so schnell ging mit der ersten Arena, weil ich irgendwie einer der besten Pokémon-Trainer der Welt bin. Ich hab mich getroffen. Da das jetzt so schnell ging und wir eh noch eine andere Arena hier gefunden haben, auch von Team Gelb, werden wir jetzt einfach mal diese Arena im Besuch abstatten. Fuck, ist das heiß. Es ist so heiß, Mann. Zu, wir haben jetzt erstmal den Motor aus. Ey! Digga, der hat mich fast umgefahren! Der hat mich fast umgefahren! Wir haben da vorne einen Zugrad, was wir jetzt aus dem Auto heraus fangen werden. Ah, ich habe nicht getroffen. Zwei Müllwägen? Wir versuchen das Zubat zu fangen, meine. Ich habe schon wieder nicht getroffen. Wir versuchen das Zubat hier zu fangen, was da vorne immer noch rumflattert. Ich habe schon wieder nicht getroffen. 2000 Jahre später. Ich will der Allerbeste sein. Ich streife durch das ganze Land. Pokémon, komm, Schatzi, ich und du. Ändere alles, was ich und du. Wir sind angekommen. Okay. Freunde, vielleicht kennt ihr noch irgendwie dieses Schild oder diesen Wald hier. Und zwar sind wir wirklich genau da, wo wir... Genau hier waren wir schon in meinem ersten Pokémon Go Video, was ich euch hier verlinke. Irgendwo da ist es verlinkt. Hast du extra die Kamera gerade hochgenommen? Hier ist die Arena, wir stehen direkt bei dem Taubos, Tauboga, keine Ahnung, was das ist. Alter Schwede, was geht denn bei den Kindern da ab? Alter! Ich will ein Video aufnehmen! Immer! Immer ist irgendwas dazwischen, was ultra laut ist! Alter Schwede! Ey! Lass mal eine andere Arena suchen. Wir haben's. Der hat ein zweites Pokémon! Ich hab's! Das ist locker eine Arena von diesen Kindern. Was sagt die jetzt? Oh, das sagen die. Lass schnell laufen. Ich
glaube, Luke hat gerade den alten Mann da fast umgerannt, weil der hat irgendwie ein bisschen pisst geschaut. Hast du gerade den alten Mann umgerannt? Ja, halb. Es war gerade vielleicht ein bisschen dumm, vor den Kindern hier wegzulaufen, weil ich in der Arena noch keinen Pokémon für mich reingesetzt habe. Deswegen nehmen wir die Arena jetzt erstmal noch ein. Was? Will er mich verarschen? Will er mich verarschen? Voll Idiot. Ich habe das doch gerade eingenommen. Nein, Mann, hast du eben nicht. Du bist einfach weggerannt. Als wenn! Wir haben jetzt in diesem Video heute zwei Arenen angegriffen. Eine haben wir auch eingenommen, die andere konnte ich dann leider nicht mehr einnehmen, weil ich weggelaufen bin. Dummer Spaß. Wenn ihr das nächste Mal im nächsten Video sowas sehen wollt, wie dass ich beispielsweise mal, wenn es dunkel ist, irgendwie rausgehe und dann vielleicht versuche, eine Arena einzunehmen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so für Pokémon habt. Bei mir ist das krasseste, glaube ich, jetzt ein Hypno mit irgendwie 600 irgendwas oder so. Und dann würde ich sagen, Ash Ketchum, meine Damen und Herren. Allerbeste sei. Ich kenne die Gefahr. Ich suche weit und breit diese Macht verleiht. Okay.